Hallihallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute mal wieder mit Emma der Outlander unterwegs. Er ist mal wieder hinter uns, so wie beim letzten Mal auch zum Anfang des Videos. Und wir sind heute mal bei den Sandbergen. Wir nehmen wieder mal den Kleinen, um dann einen der Größeren runterzufahren. Schauen wir mal. Eieiei. Ja, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Wenn ja, schneide ich es mit rein. Wenn nicht, dann nicht. Irgendwie ging das Runterfahren gerade echt nicht so geil. Und ich habe da jetzt gerade echt nicht so Bock hochzufahren, weil es halt eben echt nicht so dicke war. Aber ich probiere das jetzt hier nochmal bei dem kleinen Hang. Weil letztes Mal ging das alles easy. Und jetzt macht sie hinten irgendwie so einen Scheiß. Verstehe ich nicht. Jetzt sind wir gerade ein bisschen auf Erkundungstour, suchen ein paar neue Wege. Letztes Mal hat uns Emma ja gezeigt, was er so für Wege kennt. Und ich glaube, er hat auch noch so ein paar in der Rückhand. Aber heute haben wir halt gesagt, wir gucken mal, ob wir zusammen irgendwie was Neues finden. Und hier ist übelst die fette Spurrille, die man nicht sieht. Aber wie das scheint, wird das ganz gut. Also zumindest der Weg hier ist eigentlich ganz geil. Hä, lol. Was geht denn hier? Offroad Park oder was? Alles klar. Kleiner Offroad Park hier im Wald. Was auch sonst. Aber da geht's, glaube ich, nicht weiter. Irgendeine Fahrradstrecke oder so. Aber das wird da hinten zu eng. Also es ist Quatsch. Aber es war schon irgendwie ganz witzig. Deswegen drehen wir jetzt erstmal. Vielleicht finden wir ja noch sowas. Übelst verrückt. Einfach so mitten im Wald. Eieiei, der ist aber ganz schön steil, du. Heilige Mutter. Ja, also es hat auf jeden Fall Offroad-Park-Feeling. So, wir sind jetzt nochmal in ein anderes Waldstück gefahren, weil wir in dem anderen gefühlt alle 2 Minuten umdrehen mussten. Und ja, das hier sieht schon um einiges besser aus jetzt. Und wir schauen mal, was wir hier so finden. Jakob meinte, wir waren hier irgendwann schon mal, aber ich kann mich irgendwie nicht erinnern. Eieiei. Ja, ich erinnere mich, wir waren hier definitiv schon mal. Ja, doch, an die steinige Auffahrt konnte ich mich erinnern. Eieiei. Und hier ist jetzt, glaube ich, so eine richtig fette Kreuzung mit 5 Wegen oder so. Jawohl. Ja, ich erinnere mich. Jetzt haben wir Emma noch mal vor uns. Gezwungenermaßen musste er jetzt vorfahren. Ich weiß dann immer nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil es dann halt immer übelst hart staubt. Also ich habe auch das Gefühl, die Blade staubt nicht so sehr. Also ich glaube, es ist nicht ganz so belastend, wenn man hinter der Blade fährt. Aber es geht. Es geht gerade. Gönnt euch mal die Aussicht. Ich liebe es. Das wäre so ein Spot, wo ich immer stehen bleiben würde, wo alle anderen immer einfach weiterfahren. Ich denke mir so, warum? Was seid ihr für Naturbanausen? Alter. Ich weiß, man sieht es in den Videos immer gar nicht so gut. Aber wenn man hier ist, ist das schon echt krass überwältigend. Aber hier sind überall so Wasserrinnen im Boden. Und das ist irgendwie nicht so geil für die Blade. Hat so keinen Spaß dran.
Meter, vor allem alle 2 Meter so eine Scheißrinne. Was soll das? Und noch eine. Aber der Weg ist richtig schön. Hier sieht es mega geil aus. So, wie ihr hier am Schild erkennen könnt, schauen wir uns jetzt noch eine Strecke an. Also wir vermuten mal, dass die geschlossen ist und eingezäunt. Aber vielleicht kann man ja trotzdem irgendwas sehen. Die hatte Emma nämlich im Internet entdeckt. Und Jakob und ich haben die bisher irgendwie gar nicht wahrgenommen. Deswegen, genau, schauen wir uns das jetzt mal an. Und falls man was sieht, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufen. Gesperrt. 10 bis 18 Uhr. 10 Euro ist vor dem Training zu entrichten. Fahren außerhalb der Trainingszeiten wird strafrechtlich verfolgt. Alles klar. Aber hier ist, wie ihr seht, eine Crossstrecke. Also Crossstrecke Martin Roda. Coole Sache. Werden wir uns vielleicht wirklich mal anschauen. So. Wir haben uns die Strecke jetzt mal zu Fuß angeguckt. Sieht auf jeden Fall echt eigentlich ganz geil aus. Also ich finde 10 Euro ein bisschen happig, aber... Ja gut, ist an sich echt eine schöne Strecke, aber es sieht halt irgendwie aus, als wäre da länger niemand gefahren. Ich habe jetzt für YouTube nichts mitgefilmt auf der Strecke. Sowas poste ich dann immer eher auf Instagram in der Story. Genau, also wenn ihr alles mitbekommen wollt und nichts verpassen wollt, dann schaut einfach dort mal rein. Und wir wollen jetzt noch zu einem Spot, also zu einem Berg und dann treten wir schon wieder den Rückweg an. Ich glaube, unser Wasser ist kaputt. Ja. Gut, das war's dann mit dem Wasser. Ja, jetzt brauchst du einfach mal sauber hin, ne? Naja. Mein Arsch ist auch nass. So. Haben wir den Spot doch noch erreicht. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis Jakob unten ist. Mann, jedes Mal dieselbe Kacke. Warum denke ich da nicht dran? Was ist denn los? Na geil. Ich habe ihn letztes Mal schon für diesen Berg gehasst. Ich hasse es einfach. Es gibt echt, glaube ich, fast nichts Schlimmeres als das. Jetzt kommt Emma. Diesen verhassten Berg, den ich da gerade eben runtergefahren bin, werde ich jetzt gleich nochmal hochfahren. Also ich weiß, dass ich den schon mal hochgefahren bin, aber irgendwie... Weiß ich nicht, ich habe heute das Gefühl, die Blade will nicht so richtig. Wahrscheinlich ist es ihr auch einfach zu warm. Ist ja auch alles in Ordnung. Auf jeden Fall fahren wir den Berg jetzt hoch. Und ich fahre von hier unten, weil die Jungs meinten, ich soll den Schwung auf jeden Fall mitnehmen von hier unten. Heute nicht. Na gut, tuckern wir mal mit gemütlichen 15 km/h hier hoch. Aber wir haben es geschafft. Ach, ich bin manchmal so unfassbar stolz auf dieses Quad. Und jetzt kommt hier Emma nochmal hoch. Und irgendwann müsste auch Jakob kommen. Der kommt wahrscheinlich, wenn sich die Staubwolke verzogen hat. Aber 15. Mehr geht nicht. Das sah langsamer aus als 15. Ja, aber es stand 15 da. Ja? Also wir dachten, die geht gleich aus unten. Von unten sah es echt krass aus. Eieiei, das war knapp, oh. 15, sagte so. Das sah nicht aus wie 15, oder? Hä? Ciao, komm gut heim. Thank you.
auch verabschiedet. Wie ihr seht, wir sind schon wieder auf der Straße, weil für das letzte Stück, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber für das letzte Stück gibt es immer keinen Offroad-Weg. Und mein Tank, jetzt ist er gerade bei 2 Balken, schwankt die ganze Zeit so ein bisschen zwischen 2 Balken, 1 Balken und 1 Balken blinkend, also Reserve. Also ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist, aber da der vorhin noch voll war, habe ich auch kein Portemonnaie mitgenommen. Heißt, tanken ist jetzt auch nicht so wirklich drin. Ja, und gediegen durch die Stadt geht's jetzt auch zurück zur Garage. Deswegen werde ich jetzt hier die Bummelisen vor uns mal zum Anlass nehmen, um das Video zu beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir hatten auf jeden Fall wieder mal richtig viel Spaß. Wir haben wieder einige neue coole Wege entdeckt, unter anderem ja auch die Crossstrecke, wo wir auf jeden Fall noch mal hinschauen, wenn sie denn mal geöffnet ist. Und viel mehr habe ich noch nicht zu sagen. Dann lasst mir wie immer gerne ein Däumchen nach oben da oder einen Kommentar oder ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Be a girl, I knew.